Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir diesen interessanten Kollegen hier kennengelernt, den Damon Gant oder irgendwie sowas, der Polizeichef ist, und der wirkt aber so gar nicht so, weil ich kann einerseits auch ganz grimmig gucken, aber die meiste Zeit ist er total fröhlich, auch wenn Leute umgebracht werden. Das freut ihn trotzdem total, also ich finde den echt total komisch und ich glaube, der hat auch irgendwie Dreck am Stecken, der Typ. Aber na gut, auf jeden Fall sollen wir jetzt dann erstmal zu dem zweiten Mordfall, den er uns beim letzten Mal erzählt hat, sollen wir da eine Verbindung herstellen zu unserem eigentlichen Goodman-Mordfall. Und ich habe mir jetzt dann dafür nochmal die Gerichtsakte angesehen und ich habe eine Verbindung herstellen können. Denn wir haben ja das Messer beim letzten Mal auch hier in der Gerichtsakte bekommen, das Springmesser. Das man mal ganz kurz mit euch gemeinsam schnell angucken will. Denn dort auf dem Etikett, da stand ja folgendes. Das ist ein kleines Etikett auf dem Messer. Da steht SL92. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Aber es erinnert mich an einen ähnlichen Code. DL6. Vielleicht ist es die Kennung eines Falls? Das ist komisch. Was? Ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Etwas, das mich an dieses Etikett erinnert. Es ist nicht lange her. Vielleicht sollte ich nochmal einen Blick in die Gerichtsakte werfen. Genau, das habe ich dann auch gemacht, weil ich ja auch schon diese Notiz, habe ich ja beim letzten Mal auch schon erwähnt, die fand ich ja auch schon sehr auffällig. Wo ist die nochmal? Hier ist die. Genau. Problem ist aber, dass da jetzt nicht wirklich SL92 steht. Aber doch irgendwie schon. Denn man muss, glaube ich, die Notiz einfach nur auf den Kopf drehen. Das mache ich jetzt mal kurz. Ich werde mal kurz meinen 3DS hier drehen. So. Denn dann steht in der jetzt auf dem Kopf gelesen unteren Zeile, also in der eigentlich oberen, steht dann nämlich SL9. Und darüber steht dann 21-02. Also die 2 passt da nur so halb, aber trotzdem ist es schon okay, weil halt nämlich dann auch dort der 21. Februar noch quasi darüber steht. Und der 21. Februar ist genau der Tattag quasi. Und deswegen, das hat auf jeden Fall da was zu tun. Deswegen werde ich jetzt dann gleich sehr wahrscheinlich dann entweder die Notiz oder auch das Messer hier, das Springmesser, präsentieren müssen. Was genau, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich würde eigentlich schon eher die Notiz vermuten, da wir ja das Messer auch von Gant selber bekommen haben. Und die Notiz hat ja noch kein anderer außer halt hier Emma und Phoenix gesehen, deswegen werde ich dann wahrscheinlich schon die präsentieren müssen. Aber wo ich die präsentieren will, bin ich mir übrigens auch nicht ganz sicher. Denn wir haben einerseits die Aussage hier, es sei denn, wir hätten Beweise für eine Verbindung zu Goodman. Und damit könnte ich dann eben eine Verbindung damit herstellen. Aber wir haben auch noch, diese Aussage hier. Eine offizielle Verbindung zu diesem Fall besteht nicht. Ich kann nur wenig dazu sagen. So, und das ist jetzt nämlich ein bisschen doof, wo ich da jetzt präsentieren soll. Weil diese Aussage von ihm hier, eine offizielle Verbindung zu diesem Fall besteht nicht. Das ist natürlich dann ganz klar ein Widerspruch zu unseren Beweisen, die wir da gefunden haben, weil nämlich die Notiz und das Etikett auf dem Springmesser etwas anderes sagen, weil die nämlich schon dann verbunden sind. Und ich meine, hier bei der Aussage, da, da sagt er ja nur, dass es schön wäre quasi, es sei denn, wir hätten Beweise. Aber wenn ich jetzt hier ihm dann etwas präsentiere, was dann eine Verbindung herstellt, dann ist es ja kein direkter Widerspruch zu seiner Aussage. Aber er spricht, oder trotzdem spricht etwas für diese Aussage, denn als ich die angegriffen habe, hat Phoenix schon sowas erwähnt, dass er vielleicht das bald mal irgendwie was präsentieren sollte. Und häufig hat er schon Phoenix genau dann solche Andeutungen gemacht, wenn ich auch genau da präsentieren musste. Deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier präsentieren muss oder halt bei der anderen. Aber ich gehe jetzt dann mal trotzdem danach, dass halt das hier tatsächlich ein Widerspruch ist zu dem, was ich in meiner Gerichtsakte habe. Und die andere Aussage von ihm, das ist kein Widerspruch dem, was er gesagt hat, weil er halt nur gesagt hat, es sei denn, wir hätten Beweise oder sowas. Und das ist dann kein Widerspruch dazu. Deswegen werde ich dann hier präsentieren. Und wie gesagt, eher die Notiz als das Messer. Messer ist zwar schon auch okay, aber die Notiz macht mehr Sinn, finde ich. Deswegen nehme ich dann die. Einspruch! Und falsch, oder wie? Euer Ehren, was halten Sie von der Zeugenaussage? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie widerspricht klar den, okay. Einspruch abgelehnt. Also jetzt ist halt die Frage, was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich den falschen Beweis oder die falsche Aussage? Weil ich bin mir schon relativ sicher, dass ich jetzt dann bei dieser aktuellen Zeugenaussage darauf hinaus muss irgendwie. Das glaube ich schon. Ja, dann werde ich halt doch das nehmen, weil ich mir schon relativ sicher bin, dass ich die Notiz präsentieren muss und nicht nochmal das Messer, das wir ja von ihm überhaupt bekommen haben. Das glaube ich nicht. Es sei denn, wir hätten Beweise für eine Verbindung. Es ist halt, wie gesagt, komisch, weil halt jetzt dann das, was ich jetzt präsentieren will, weil das kein Widerspruch ist zu dem, was er sagt. Aber dafür hat halt schon da einem Phoenix den Tipp gegeben, dass man vielleicht hier präsentieren könnte beim letzten Mal beim Angreifen. Oder ist es doch was gänzlich anderes? Aber ich werde erstmal dann hier die Notiz präsentieren bei der. Und das passt, okay. Alles klar. Moment mal.
Ah, endlich! Ein echter Einspruch. Da hätte ich da wirklich ein bisschen mehr auf Phoenix hören sollen, obwohl ich halt eigentlich dachte, dass ich halt eher bei der Aussage präsentieren sollte, wo auch echt ein Widerspruch vorliegt, weil da war jetzt kein Widerspruch da, ehrlich gesagt. Aber ich hätte dann eher auf Phoenix vielleicht hören sollen, weil es war ja schon echt häufiger so, dass er da ein paar Tipps gegeben hat und dann schon so Andeutungen gemacht hat, wo er präsentieren will. Und soll ich dann vielleicht eher drauf hören? Okay. Das Messer. Es hat unzweifelhaft etwas mit Inspektor Goodman zu tun. Worauf wollen Sie hinaus? Aha, eine echte Aufforderung zur Stellungnahme vom Richter. Großartig. Sehen Sie auf das Schild am Messer. Da steht SL92. Und das ist wichtig, weil... Hier drüben haben wir außerdem eine Notiz, die am Körper des Opfers gefunden wurde. Was steht da? 6 minus 7S, 2012? Fast. Euer Ehren. Sie halten sie verkehrt herum. Verkehrt? Der aufgedruckte Name lässt einen nur denken, sie sei so herum. Aber drehen Sie sie mal um. Was sehen Sie dann? Ah, aha! Als er die Notiz schrieb, hielt er den Zettel verkehrt herum. SL9. Die gleiche Kennziffer wie auf dem Schild am Messer. Ruhe, ich bitte um Ruhe. Also, Herr Polizeichef. Tja, na gut. Sieht aus, als wäre die Katze aus dem Sack. Sie haben gewonnen, Raito. Ich, gewonnen? Was wird hier überhaupt gespielt? Hä, und jetzt? Wie? Das Messer war ein Beweisstück. Es wurde aus dem Beweisraum entwendet. Hä, warum? Hä, was ist denn jetzt anders? Ah, oder habe ich jetzt eine neue Aussage hinzubekommen? Es war ein schlimmer Tag für das Revier. Ein Inspektor wurde ermordet. Ja, okay, irgendwas ist schon anders. Das Messer war ein Beweisstück. Es wurde aus dem Beweisraum entwendet. Achso, ich glaube, die ist neu. Ah, der Beweisraum. Ah, okay. Also, dieses Messer wurde gestohlen? Ja, am Tag des Mordes. Es war ein Beweisstück, sagen Sie. War es vielleicht eine Mordwaffe? Hervorragend, gut kombiniert, Worthyline. Es war eine Mordwaffe in der Tat. Es spielte eine Rolle in einem Fall, der schon vor langem gelöst wurde. Aha. Das Messer wurde also am Tag des Mordes gestohlen und im Auspuff von Edgeworths Auto gefunden. In dem Schal drin. What? Kaum vorstellbar, dass da kein Zusammenhang besteht. Okay. Hat mir aber jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber das ist okay, weil ich weiß, glaube ich, jetzt, wie es weitergeht. Denn ich will jetzt bei der Aussage kurz davor, bei der hier, will ich jetzt nochmal angreifen. Ja, denn das war doch jetzt, glaube ich, der Moment, wo jetzt dann, ja, ich glaube, es dürfte gewesen sein, wo ich jetzt dann gleich mir wieder eine Sache von ihm erklären lassen kann. Und da konnten wir ja auch danach fragen, wo das Opfer gefunden wurde. Und das war ja dann im Beweisraum. Und er wollte mir aber zum Beweisraum nicht mehr erzählen, bis nicht Phoenix etwas über den Beweisraum gelernt hat. Und jetzt haben wir etwas darüber gelernt, dass nämlich dort das Messer gestohlen wurde. Deswegen, wo wurde das Opfer gefunden? Also, sagen Sie mir, wo genau wurde das Opfer gefunden? Nun, darüber kann ich leider keine Aussage machen. Ich kann nur so viel sagen, dass das Verbrechen im Beweisraum stattfand. Also dort, wo das Messer gestohlen wurde. Also es wird langsam immer komplizierter, hey. Im Beweisraum. Eine Sekunde. Das kommt mir bekannt vor. Der Beweisraum. Hat er den nicht gerade in seiner Aussage erwähnt? Das Messer war Beweisstück in einem anderen Fall. Gestohlen aus dem Beweisraum. Das ist das Verbindungsglied zwischen den beiden Fällen. Sie sehen zufrieden aus, Herr Wright. Zufrieden? Wir haben jetzt alles, um mit dem Fall an die Öffentlichkeit treten zu können. Mit der Verbindung zwischen den beiden Fällen haben wir endlich eine Handhabe. Jetzt kann ich Gant zu einer genaueren Aussage zwingen. Okay. Eine offizielle Verbindung zu diesem Fall besteht nicht. Ich kann nur wenig dazu sagen. Achso, oder ist es so, dass ich jetzt dann bei dieser Aussage jetzt nochmal dann was präsentieren muss? Oder wie, und zwar diesmal jetzt das Messer, weil das nämlich halt aus dem einen Raum gestohlen wurde, wo der Mord passiert ist, der eine, und zu dem anderen Mordschauplatz hingebracht wurde quasi. Okay, dann war ich quasi schon einen Schritt zu früh, so ein bisschen. Und jetzt muss ich dann dir das präsentieren, oder? Jetzt bin ich wieder durch, genau. Ja, dann dürfte es wahrscheinlich so sein. Und halt gerade eben, der Einspruch, den ich gemacht habe, hat mich halt dann nur dazu geführt, dass ich über den Beweisraum was erfahre. Um dann wiederum jetzt
auch tatsächlich einen Widerspruch zu finden. Ja, ist sehr interessant aufgebaut hier. Aber das dürfte es jetzt sein, schätze ich mal. Eine offizielle Verbindung besteht nicht. Doch, es besteht eine. Und zwar diesmal muss ich eben das Springmesser präsentieren, denke ich mal, ne? Weil es halt aus dem einen Raum gestohlen wurde, wo der Mordfall passiert ist, und zu einem anderen Mordschauplatz hingebracht wurde. Und das ist sehr, sehr auffällig. Ja. Einspruch! Ne, wieder falsch? Hä? What? Warum ist... Was? Warum? Boah, ich mache schon wieder so viele Fehler, hey, das kann nicht wahr sein. Ja. Ja, da hatte mich auch schon davor gewarnt, dass dieser allerletzte, der fünfte Bonusfall hier quasi, dass der wirklich nochmal sauschwer sein soll und nochmal schwieriger als alle anderen. Und da hattet ihr recht, würde ich sagen, denn ich habe jetzt schon echt viele Fehler gemacht. Okay. Ja, aber was muss ich denn jetzt eigentlich da machen? ich weiß nicht genau, soll ich irgendwie jetzt das hier nochmal angreifen oder irgendeine andere Aussage angreifen? Ich bin jetzt echt verwirrt, muss ich zugeben. Herr Polizeichef, der Standpunkt der Verteidigung ist schnell erklärt. Die Verbindung zwischen den beiden Morden wurde bereits bewiesen. Okay, ich musste nochmal angreifen. Hey, was sagen Sie da? Ja, aber ich meine, warum durfte ich nicht präsentieren? Weil ich meine, er hat doch in seiner Aussage gesagt, dass keine Verbindung besteht. Und ich wollte halt da einen Widerspruch präsentieren. Aber das ging halt irgendwie nicht. Ich musste angreifen. Hä? Ich check gar nichts mehr. Dann mal heraus damit, Raito. Wo liegt Ihre Verbindung? Ja, spannen Sie uns nicht so auf die Folter, Herr Wright. Die Verbindung ist ein Ort, der in der soeben gehörten Aussage erwähnt wurde. Das Messer, das auf dem Parkplatz gefunden wurde, wurde gestohlen. Aus dem Beweisraum des Polizeireviers. Nicht zu vergessen, dass das Opfer sich die Kennziffer des Beweisstücks notiert hatte. Außerdem wissen wir, dass der Inspektor, der auf dem Revier ermordet wurde, in eben jenem Beweisraum starb. In der Tat. Wir scheinen genug Verbindungen zu haben, um einen Zufall auszuschließen. Sie beide geben ein gutes Team ab. Okay. Meine Männer haben ganze 2 Tage gebraucht, um zum selben Ergebnis zu kommen. Herr Polizeichef, ich beantrage die Offenlegung Ihrer Informationen bezüglich des Mordes auf dem Revier. Tja, jetzt wird's kompliziert. Offiziell wurde der Fall noch gar nicht bekannt gegeben. Könnten wir die Informationen nicht inoffiziell bekommen? Aber wie gesagt, da muss ich jetzt auch zugeben, dass ich das auch nicht so ganz optimal gelöst fand, gerade eben. Dass man jetzt diesmal, obwohl man einen Beweis hatte, der den Widerspruch aufzeigte, dass man angreifen musste und nicht präsentieren durfte. Obwohl dann beim Angreifen ja Phoenix genau diesen Beweis erwähnt hat. Aber ich durfte nicht präsentieren. Und ich habe sogar einen Fehler dafür bekommen. Das finde ich schon auch jetzt nicht so ganz optimal gelöst. Aber okay. Klar, warum nicht? Schließlich ist es nur inoffiziell. Was? Wirklich? Wer hätte das gedacht? Okay. Ich bin bereit zu kooperieren, aber ich kann den Namen des Opfers nicht preisgeben. Okay, jetzt habe ich wieder eine neue Teilaussage in dieser Gesamtaussage bekommen, oder wie? Ja. Boah, das ist ja mega kompliziert, hey. Okay, angreifen. Moment mal. Warum erzählen Sie uns nicht einfach die ganze Geschichte? Tja, die Informationen sind äußerst delikat. Da müssen Sie schon alle Register ziehen. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir aus ihm herauskitzeln können. Okay, wieder mal sowas, wo ich die Wahl habe. Okay, Abteilung des Opfers, Ausweisnummer des Opfers oder Geschlecht des Opfers. Stimmt, das Geschlecht wissen wir sogar auch noch gar nicht. Die Ausweisnummer. Die Ausweisnummer wäre interessant, da wir ja die Ausweisnummer vom Goodman kennen. Lass mal kurz gucken, die steht ja hier auf dem Ausweis, nämlich 5842189. Und vielleicht ist ja so, dass es dann die Nummer von dem anderen Inspektor dann eine sehr ähnliche ist wie die hier und dass dann wir halt daraus ausschließen können, dass die noch irgendwas miteinander zu tun hatten oder sowas. Deswegen, das würde mich am ehesten interessieren, sogar mehr als noch Geschlecht oder auch Abteilung oder sowas. Deswegen, ich mach da mal die Ausweisnummer. Aber ich kann dann trotzdem auch noch die anderen Sachen dann auch gleich vielleicht mal nachfragen. Mal gucken. Okay, wie wäre es, wenn Sie mir die Dienstnummer des Opfers verraten würden? Ist sicher, warum nicht? Ist ja nicht so, dass Sie dann wüssten, von wem sie ist. Natürlich nicht. Den Namen werden Sie mir schließlich nicht verraten. Naja, wir halten Dienstnummern gut unter Verschluss. Machen Sie sich keine großen Hoffnungen. Die Nummer ist... Oh Gott, jetzt kommt's. Muss ich langsam? 5842189. Das ist sogar die exakt selbe, oder? 5842189. Das ist die exakt selbe. Hä? Warum ist es dieselbe? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum haben denn 2 Inspektoren dieselbe Nummer? Eigentlich sollten die Nummern schon verschieden sein. Normalerweise, oder?
Das macht, wie gesagt, überhaupt keinen Sinn. Na gut, das ist ja recht lang. Und wir müssen uns die alle merken, zum verrückt werden. 8, 2, ja falsch. Ich schaff's nicht. Das stimmt ja nicht mal die erste Zahl. Also, Herr Wright, sagt Ihnen das irgendwas? Die Dienstnummer des Opfers vom Polizeirevier. Das sagt mir was. Ist es einfach doch so, dass es gar nicht zwei Morde gab? Oder so? Und der behauptet es nur? Aus irgendwelchen Gründen, es gab doch nur einen Mord, nämlich nur Goodman. Weil ich meine, das kann nicht sein, dass zwei Inspektoren dieselbe Nummer haben. Das sagt mir in der Tat etwas, euer Ehren. In der Tat. Glaube ich. Und das bedeutet? Es muss das sein, was ich denke, dass es ist. Aber was kann das bedeuten? Ja, das frage ich mich auch. Also, hören wir, was die Verteidigung vorzubringen hat. Sie sagten, die Dienstnummer des Mordopfers vom Polizeirevier würde ihnen etwas sagen. Was sagt sie ihnen denn? Goodmans Ausweis. Nimm das! Zeuge. Was ist hier, Wright? Bist du der Zeuge? Sie grinsen wie ein Mädchen auf dem Abschlussball. Nein, ich. Es ist nur, ich bin verwirrt. Und das soll was Neues sein. Hä? Nun reden Sie schon einfach drauf los. Wie Sie es sonst auch immer tun. Auch Edgeworth. Das Polizeirevier. Die Staatsanwaltschaft. Zwei Orte. Zwei Polizisten ermordet zur selben Zeit. Zufällig habe ich hier die Dienstnummer von einem Polizeiausweis. Oh, etwa Ihre eigene? Nein, euer Ehren, ich bin Rechtsanwalt, wie Sie sich vielleicht erinnern können. Oh Gott, ey. Dies ist die Dienstnummer des Opfers, Inspektor Goodman. Schämen Sie sich, Raito, die Dienstnummern unterliegen der höchsten Geheimhaltungsstufe. Die Dienstnummer von Inspektor Goodman lautet 5842189. Und? Das heißt jetzt? Was genau? Ich hab's wieder vergessen, weißt du? Ich bin nämlich blöd. Hä? Warten Sie. Diese Nummer, die wir vorhin vom Polizeichef gehört haben, die begann mit 82. Ich hab's vergessen. Nicht mal die erste hattest du richtig. Die Nummer, die uns der Polizeichef gab, lautete 5842189. Einen Moment, Wright. Was soll das heißen? Das würde ich auch gerne wissen. Die zwei Nummern sind identisch. Anders gesagt, der Inspektor, der im Beweisraum getötet wurde, war Bruce Goodman. Hat unser Zeuge dazu irgendwas zu sagen? Oh, gerissen, Raito. Äußerst gerissen. Moment mal, Inspektor Goodman ist unser Opfer. Er wurde um 17.15 Uhr in der Tiefgarage ermordet. Nichtsdestotrotz wurde ein Inspektor Bruce Goodman auf dem Polizeirevier getötet. Im Beweisraum, genau zur selben Zeit. What the fuck? Was geht hier ab? Das ist unmöglich. Unsere Schlussfolgerung ist also, dass dieselbe Person zweimal ermordet wurde? An unterschiedlichen Orten? Ja, ich würde einfach mal darauf vermuten, dass der Polizeichef einfach Blödsinn erzählt. Aus irgendwelchen Gründen. Ruhe, sonst lasse ich den Saal räumen. Herr Polizeichef, was bedeutet das alles? Nein. Okay, was ich gerne wissen würde ist, warum ich davon nicht in Kenntnis gesetzt wurde. Ja sicher, es ist geheim, aber ich bin immerhin der verantwortliche Staatsanwalt. Immer mit der Ruhe, Worthy. Kein Grund, sich so aufzuregen. Euer Ehren, die Polizei hat einen schwerwiegenden Fehler begangen. Warten Sie. Ich sagte, warten Sie. Oder sind Sie schwerhörig? Dieses Versehen, dieser schwerwiegende Fehler. Herr Edgeworth, das war Ihrer. Was? Wie können Sie es... Wir haben Sie gestern informiert. Ich glaube, Wachtmeister Meekins überbrachte Ihnen die Nachricht. Wachtmeister Meekins? Herr Wright, wo haben wir den Namen schon mal gehört? Das war der eine Polizeityp da, der Verwirrte. Und ich war über der Planlose halt. Moment, aha! Genau der da. Hat er das gesagt? Entschuldigen Sie, aber hält sich Herr Edgeworth, hier irgendwo auf dem Gelände auf? Herr Staatsanwalt, ich bin hier auf Befehl des Polizeichefs. Hier ist Ihr Bericht, Herr Staatsanwalt. Ah, okay, aber den Bericht durften wir nicht lesen. Sie meinen doch nicht etwa den... Meekins zufolge haben Sie den Bericht nicht angenommen.
schwer zu glauben. Aber ihr Beamter hat mir gesagt, er sagte, der Bericht hätte nichts mit dem Fall Lana Sky zu tun. Inspektor Bruce Goodman ermordet im Beweisraum des Polizeireviers aufgefunden. Herr Edgeworth, der Name des Opfers steht direkt am Beginn des Berichts. Na, okay, das ist sehr interessant. Warum hat Ihr Beamter davon nichts gesagt? Ich glaube, er war nicht in der Lage, so weit zu denken. Er wirkte überfordert. Wie auch immer, das war ein schwerer Fehler. Ein äußerst peinliches Versäumnis, Worthy. Aber, Herr Polizeichef, Sie hätten den Bericht heute Morgen als Beweis beim Gericht einreichen können. Dann hätte ich... Diese langen Pausen gefallen mir immer gar nicht. Pech gehabt, was, Worthy? So was sollte wirklich nicht passieren. Oh, der Blick von dem her. Was? Also, wie lautet die zweite Regel des Beweisrechts, hm? Herr Wright? Hä? Oh ja, klar, es lautet, Regel Nummer 2. Neues Beweismaterial ist nur zulässig, wenn es den Fall unmittelbar betrifft. Und inwiefern ist das relevant? Üblicherweise muss man eine Beweisliste bereits vor Beginn des Prozesses einreichen. Dieser Report befand sich nicht auf der Liste. Also, was wollen Sie damit sagen? Ich konnte den Beweis nicht einbringen, bevor nicht eine Verbindung bewiesen war. Die Verbindung wurde soeben von Raito hier bewiesen. Eine gute Arbeit, Raito, Junge. Hä? Ich hab nur meine Arbeit getan. Nein. Nein! Oh, Edgeworth. Es scheint fast, als wären wir damit am Ende des Prozesses. Sie sind mir langsam ein Dorn im Auge, Worthy. Es gab bereits Gerüchte. Immerhin saßen sie vor einem Jahr noch selbst auf der Anklagebank. Ich möchte mich in aller Form für diese Mängel an Sorgfalt entschuldigen. Herr Edgeworth, bitte, geben Sie mir nur einen Tag. Ich werde herausfinden, was wirklich passiert ist. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich rate Ihnen, diesmal besser zu einem Ergebnis zu kommen. Es tut mir leid. Schrecklich leid. Armer Herr Edgeworth. Ja, tut mir auch leid. Ein ähnlich schwerer Fehler ist mir in meiner gesamten Amtszeit nicht untergekommen. Wir werden einen weiteren Tag gewähren, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt. Wird die Zeit ausreichen, Herr Edgeworth? Ja, euer Ehren. Vielen Dank. Wie auch immer Ihre Strafe aussehen mag, ich hoffe, sie hält sich in Grenzen. Nun gut, die Sitzung ist geschlossen. Okay. Ja, also diesen Polizeichef, den mag ich ja echt so gar nicht. Muss ich zugeben. Die Speicher, nein. Vor allem ist es so, dass wirklich jetzt beide Zeugen, die wir jetzt verhört haben, jetzt hier an diesem ersten Tag, dass sie beide voll was gegen Edgeworth auch hatten. Herr Wright, also übrigens, wenn ich jetzt einfach so schon jetzt mal eine Vermutung raushauen sollte, wer hier der Schuldige ist in diesem Fall, würde ich da mal vielleicht diesen Polizeichef vermuten, weil der wirkt echt so, als hätte der voll Dreck am Stecken noch. Mal schauen. Was ist bei diesem Fall passiert? Ich bin ein wenig durcheinander. Hä? Nun, lass uns mal sehen. Was ist genau passiert? Einiges. Das Opfer, Inspektor Bruce Goodman, wurde am 21. nach 17 Uhr erstochen. Er starb in der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft und im Beweisraum des Polizeireviers. Gleichzeitig. Was heißt unter Beweisraum? Hast du geschlafen? Du warst auch da. Man fährt mit dem Auto 30 Minuten von der Staatsanwaltschaft zum Polizeirevier. Nun, das werden wir herausfinden. Oder wir versuchen es. Gut, dann lassen Sie uns losgehen. Schön, dass sie so gute Laune hat, aber ich weiß nicht, ob sie mir hier helfen kann. Seien Sie sich nicht so sicher, Herr Wright. Hä? Wären Sie so freundlich, mit mir mitzukommen? Ich werde Ihnen beweisen, dass diese Hornbrille nicht nur Dekoration ist. Gehen wir. Die Wissenschaft erwartet uns. Okay. Okay, wir gehen wirklich automatisch hier hin. Zur Tiefgarage. Wissen Sie, wir sollten uns über den Mord im Polizeirevier keine Gedanken machen. Dort wurde nicht mal eine Leiche gefunden. Was soll's? Das war natürlich unser Opfer, das auf dem Revier umgebracht wurde. Und meine Schwester würde sowas nie tun. Ich weiß es. Dieses Ölfass, war es leer? Das Ölfass, das von der Generalstaatsanwältin umgetreten wurde, war voll Wasser. Meine Schwester soll Beweise am Tatort ausgelöscht haben? Niemals. Auch wenn sie sagt, dass sie sich nicht gut verstehen, mag Emma ihre Schwester sehr. Das ist es nicht allein.
Es ist nur so. Wir sind beide Experten auf unserem Gebiet. Und ich vertraue ihr. Große Worte für eine Schülerin. Nun, egal ob es Blutspuren gab oder nicht. Das Wasser aus dem Ölfass hat alles weggewaschen. Hehehe. Sie riskieren es, die Macht meiner Wissenschaft zu ignorieren, Herr Wright. Okay, kannst du da noch Blutspuren nachweisen? Hä? Was bedeutet das Grinsen? Diese Situation erfordert eine Sache, und das ist Luminol-Testflüssigkeit. Damit kann man, glaube ich, noch Blut nachweisen, ja? Luminol? Wissen Sie, Blut ist eine klebrige Sache. Etwas Wasser wäscht es nicht einfach weg. Auch wenn Sie es nicht sehen können, ist es noch da. Aber hat die Polizei diese Tests nicht schon gemacht? Vertrauen Sie niemals den Augen anderer, Herr Wright, nur Ihren eigenen. Versuchen Sie es einfach. Ich? Warum soll ich es machen? Ich bin minderjährig. Ich darf noch nicht mal trinken. Wir untersuchen Blut schon mit dem Zeug. Wir trinken es doch nicht. Hier, sehen Sie. Ich leihe Ihnen diese Brille. Hä? Du hast noch eine extra Brille? Ernsthaft jetzt? Okay. Ich wechsle mal wieder kurz, weil es wahrscheinlich viel auf dem Touchscreen kommt, schätze ich mal. Ja? Um nach einer Blutspur zu suchen, sprühen Sie einfach das Luminol auf. Einfach so, sehen Sie? Ah, okay, das ist ja cool. Berühren Sie den Touchscreen, um es aufzusprühen. Okay, los, suchen wir ein paar Blutspuren. Ach, das ist ja cool. Okay, hui. Das ist ja witzig. So, ja, hier. Mhm. Ja, das macht ja auch Sinn. Nochmal draufklicken? Achso, okay, ja. Ihre Augen hinter der Brille leuchten. So, ist das eine Blutspur? Oh, es ist so... Bäh. Emma, du zitterst ja. Es ist nur... Ich sehe zum ersten Mal echtes Blut. Spurensicherung in Aktion. Zum Ersten hast du dich noch nie irgendwie geschnitten oder so. Okay, nun, wir wissen definitiv, dass es eine Blutspur ist. Aber kommt Ihnen denn nichts merkwürdig vor? Natürlich wissenschaftlich gesehen. Ja doch schon, weil ja eigentlich da eine komplette Blutlache sein sollte. Normalerweise. Und nicht nur so einzelne Spritzer. Was ist daran merkwürdig, wissenschaftlich gesehen? Ort der Blutspur oder Blutmenge? Ich will wieder wechseln. So, Moment. Inspektor Goodman und der Täter kämpften hier, nicht? Glaubst du nicht, dass da mehr Blut sein müsste? Ja, definitiv. Ich meine, sehen Sie das viele Blut an der Schuhsohle des Opfers? Das ist seltsam. Wenn Sie hier gekämpft haben, müsste es mehr Blutspuren geben als diese hier. Herr Wright. Sehen Sie, wie ich die Umrisse markiere, wenn wir eine Blutspur finden? Okay. Sehen Sie, es ist doch praktisch, mich dabei zu haben, nicht? Ja, das stimmt. ja, das sind sehr nützliche Informationen, das sind sie ja wirklich. Ich habe mein ganzes Taschengeld dafür gespart. Aha, okay, und ich kriege das jetzt auch dann hier in die Gerichtsakte. Wir können nicht sicher sein, dass die Polizei alle Beweise vor Gericht vorlegt. Manchmal werden Beweise nicht erwähnt, die ihrer Meinung nach nicht zum Fall passen. Und wir bringen diese verdeckten Beweise ans Tageslicht. Ja, es fühlt sich jetzt wirklich so an, als ob wir an einem Verbrechen ermitteln, nicht? Dieses Luminol-Zeug ist wirklich nützlich. Ha. Oh, sie. Ich frage mich, wie ihre Flüssigkeit da auf eine nette Deli-Box reagieren würde. Frau Star? Sie trauen wohl nur ihren eigenen Augen, hm? Nicht schlecht, sie beide. Die Deli-Box von gestern geht aufs Haus. Tut mir leid, aber diese Art Einführung macht mir nicht wirklich den Mund wässrig. Und ich könnte mit dir reden. Ich will es mal kurz gucken. Kann ich denn jetzt eigentlich jederzeit das Luminol benutzen? Und wenn ja, wie? Lass mal kurz gucken, geht das irgendwie? Muss ich auf die Gerichtsakte dann gehen vielleicht, Luminol? Lösung von Spurensicherung genutzt, finde Blutspuren, Spray für Nutzung. Prüfen? Ah ne, okay, da oben stand sprühen. Aber ich will trotzdem kurz gucken, ob hier noch irgendwas die dazu sagen, die beiden. Aber nee, anscheinend nicht. Doch, hier unten. Was steht da? Moment. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, das zu drehen. Kannst du auch schon lesen? Okay, Emma Sky einfach. Ich will trotzdem kurz gucken. Ja. Jemand hat mit einem Marker seinen Namen draufgeschrieben. Emma Sky. Sag nicht, dass du das überall hin mitnimmst. Nun, man weiß ja nie, was passiert. Was denkst du denn, in was für einer Welt wir leben? Könnte ja überall Blut sein, ne? Natürlich. Lass mal nochmal kurz jetzt hier das Testen sprühen. Ja, dann einfach so hier überall machen. Okay, ich meine, könnte es auch noch sein, dass noch irgendwo anders hier auch noch Blut ist? Vielleicht? Nee, ich glaube, es ist. Oder ich glaube auf jeden Fall schon, dass wir darauf hinaus wollten. Aber das gibt dem Ganzen noch einen sehr interessanten Touch dann. Weil ich halt jetzt dann bei jedem Bildschirm eigentlich auch immer Luminol versprühen sollte, um zu gucken, ob noch da irgendwas ist. Weil ich meine, ich kann doch jetzt bestimmt auch hier, auch wenn es jetzt da im Weg steht, kann ich doch trotzdem bestimmt auch
das Luminol benutzen, oder? Kann ich nämlich, genau. Und ich meine, vielleicht ist er hier auch Blut, das kann sogar sein, vielleicht? Nee, anscheinend aber nicht mehr. Aber trotzdem, soll ich mich da jetzt noch häufiger mal damit umgucken, ne? Weil es könnte ja... Ah, siehst du mal, okay, hier am Telefon ist noch gut. Ja. Das macht aber schon auch Sinn, weil ja die Lana bestimmt auch ein paar Spritzer ab... Ja, wieder drauf ging, genau. Weil die Lana auch bestimmt ein paar Spritzer abbekommen hat. Das Blut kommt daher, dass Lana... Nein, meine Schwester ist nicht die Mörderin. Aber sie hat dich angerufen, oder? Zur Tatzeit. Und ihre rechte Hand ist verbunden. Hey, für welche Partei sind sie eigentlich? Das hat mit Parteiergreifen nichts zu tun. Also, das heißt, Lanas Hand war blutverschmiert. Es wird immer schlimmer. Okay, das ist also wirklich ein Fakt, dass ihre Hand wirklich blutverschmiert war. Aber muss ja nicht heißen, dass sie die Mörderin war. Aber wie gesagt, das ist echt sehr interessant, finde ich. Und gibt nochmal dem Ganzen echt eine coole Tiefe irgendwie. Okay, alles klar. Also übrigens, was man vielleicht mal kurz machen kann, da ich mir ja gerade eben schon die Gerichtsakte genauer angesehen habe, hat mir ja nämlich auch schon mal geschrieben, dass ich nämlich mir auch die Trophäe doch noch genauer angucken kann. Das will ich mir mal kurz zeigen. Denn ich habe ja hier schon überprüft irgendwie, aber ich konnte nicht wirklich was untersuchen. Aber doch kann man schon, nämlich auf der Unterseite. Das will ich mal nochmal kurz machen. So. Hey, sehen Sie mal, da ist eine Metallplatte. Sieht aus, als seien alle bisherigen Empfänger darauf eingraviert. Wow, da ist jemand mehrmals aufgelistet. Von Karma. Oh, okay. Ich schätze, er muss Ausländer sein? Ja, das stimmt wohl. Nun, wo er auch herkommt, er ist bestimmt ein toller Staatsanwalt. Naja, geht so. Ich würde diesen Herr von Karma gerne mal kennenlernen. Nee, bist du nicht. Wenn sie den Namen sagt, klingt das so... Okay, alles klar. Also nichts Wichtiges mehr, ich wollte es trotzdem mal kurz zeigen dann. So, alles klar. Ja, dann würde ich mir einfach sagen, Leute, was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney? Beim nächsten Mal geht das Erkunden wieder erstmal weiter. Ich werde dann erstmal hier auf jeden Fall mit der Frau Star sprechen, mich dann noch weiter umgucken und dann am besten auch wirklich überall, wo wir jetzt hinkommen, dann Luminol versprühen, um zu gucken, ob noch ansonsten auch noch irgendwo anders Blut sein könnte. Weil ich meine, also zum Beispiel jetzt bei Edgeworth glaube ich jetzt weniger, dass da Blut ist, muss ich zugeben, und beim Polizeirevier dann... auch nicht, obwohl wir jetzt mittlerweile wissen, dass auch im Polizeirevier gleichzeitig ein Mord quasi passiert ist. Deswegen vielleicht sind dann doch noch da irgendwo auch Blutspuren. Das könnte sogar vielleicht echt sein. Keine Ahnung. Gucken wir uns dann auf jeden Fall mit dem Luminol beim nächsten Mal weiter um und schauen mal, was wir da so alles damit finden können. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, das ist dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.